Willkommen bei Met und Honigwein und willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch den von Northern Met, den Standard Honigwein vor. Und ja, ich würde sagen, wir schauen direkt hinein. Eine Besonderheit ist die einzige Met-Siederei in der Niederlande, die derzeit existiert. Und ich habe mir aus der Niederlande einen ganzen Schwung, ich weiß nicht, 12 verschiedene oder so, mitgebracht. Die werde ich euch nach und nach vorstellen. Allerdings ihre zwei Standards ist einmal einer mit Kirschen und der hier. Genau. Und ich würde sagen, wir schauen mal direkt hinein. Es ist ein wirklicher Honigwein. Das ist auch was Besonderes, weil in der Niederlande die Anforderungen für Honig anders sind als in Deutschland. Ist ein eigenes Thema, aber dort müssen nur, ich glaube, 5% wirklicher Honig drin sein. Der Rest darf theoretisch gepanscht werden. Ist anders als in Deutschland. Genau. Gießen wir uns mal ein bisschen ein. Ihr seht, der ist wirklich naturtrüb. Ich habe den in der Niederlande gekauft und ein Online-Händler hat mir gesagt, er verkauft ihn auch nach Deutschland. Ich hau euch einen Link unten in die Videobeschreibung. Ich kann euch das nicht versprechen, dass es funktioniert. Er ist der einzige Händler, der gesagt hat, dass er das macht, dass er das nach Deutschland verkauft. Ich kann es nicht versprechen und derzeit führt kein deutscher Händler, also die großen Händler Metmarkt und Bestmet, diesen Honigwein nicht. Ich hoffe, dass sich das ändert. Ganz spannend sind vor allem die Honigweinsorten, mit denen er Medaillen gewonnen hat, also Preise. Genau, naturtrüb und ich würde sagen, wir riechen mal und gucken, was der hier kann. Eine leicht säurig, milchstichig säurige Note. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein bisschen überrascht. Also ich habe die Honigweine, die er im Fass gelagert hat, mit denen er Preise gewonnen hat, die habe ich schon vor Ort probiert und die waren Hammer, unglaublich. Also er hat wirklich leckere Sorten. Aber hier kommt wirklich das Säurearoma durch. Erinnert so ein bisschen an Milchsäure. Ja, dahinter riecht man leicht Honig. Also der ist richtig vollmundig, belegt den ganzen Mund, sorgt dafür, dass, also man schmeckt den Honig, es schmeckt einen, ich weiß nicht, ob das Sonnenblumenhonig ist, also so wirklich Sommertracht, ich würde sagen Sonnenblume, die man klar, deutlich, kräftig herausschmeckt. Ich habe den Säurestich in der Nase. Mich stört er so ein bisschen, weil er alles andere überdeckt. Beim Mund verhält er sich ganz anders. Also wirklich, damit rechnet man gar nicht, wenn man den riecht. Wirklich vollmundig. Irgendwie so schon dumpf kräftig. Also nicht kräftig im Sinne von kräftigen Honig, sondern kräftig von so, dass es den ganzen Mund ausfüllt, die Honignote, die da ist. Auch die Honignote an sich ist sehr mild, aber trotzdem irgendwie dominant, schwer zu beschreiben. Beim Runterschlucken kommt so der leichte Säurestich, allerdings auch hier überhaupt nicht störend, sondern eher so ein bisschen, ich habe die Säure jetzt im Mund, ich muss ihn, oder man will mehr trinken, man muss mehr trinken. Ist vielleicht doch, müssen mehr trinken. Man will mehr trinken.
Im Abgang merkt man, dass man Honigwein getrunken hat. Der Abgang ist eher ein bisschen kürzer, aber klar. Und man hat im Abgang so ein bisschen, ist die Säure ein bisschen dominanter wieder da, also dominanter, ein bisschen deutlicher schmeckt man sie. So ganz dominant ist sie auch nicht. Ja, interessanter, einfacher Honigwein. Mir fällt kein vergleichbarer geschmacklich ein, der in Deutschland produziert wird. Ich überlege gerade. Genau. Also der hat sich sehr viel abgesetzt. Ich habe den nicht mehr aufgewirbelt oder so. Man sieht das richtig. Man sieht auch oben hier, dass ein Rand sich gebildet hat. Das ist alles, was sich abgesetzt hat. Ist naturtrüb, ist nicht gefiltert. Ist ein reiner Honigwein. Ich glaube, der ist geschwefelt. Ich glaube, er schwefelt. Ich weiß nicht, wie das vorgibt mit den ganzen Draufschreiben. Es ist der Batch M1C4. Das ist auch der gleiche Batch, der bei mir im Gewinnspiel dabei ist, mit nur einer anderen Flaschennummer. Also wird ein original verschlossener zugeschickt. Ja. An sich ein leckerer Met. Mich stört nur die Säurenote in der Nase. Allerdings, wenn man das nicht aus so einem Gefäß trinkt, indem man gezielt die Aromen, die man riecht, verstärkt und schmeckt, sondern aus einem ganz einfachen Tongefäß, hier sowas hier, den Met trinkt, glaube ich, stört das überhaupt nicht. Es ist wirklich jetzt nur auffällig, weil ich halt dieses Glas habe, was dieses Aroma deutlich verstärkt. Genau. Ja, genau. Ein schöner Standardmet, würde ich sagen. Einfacher Standardmet. Und vielleicht findet der sich ja auch irgendwann mal in Deutschland, in den deutschen, ja, Supermarktregalen, kann man nicht sagen, bei den großen deutschen Internethändlern. Genau. Das war es heute mit der Vorstellung vom Northern Meat. Wenn ihn jemand von euch mal probiert hat, dann schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare und schaut mal bei ihm auf der Internetseite nach. Ich verlinke euch das mal rein und guckt mal, welche Metsorten euch interessieren würde, welche man vielleicht nach Deutschland holen sollte. Vielleicht lässt sich da so einiges machen. Ich bin da im Gespräch mit ein paar Händlern. Mal gucken, vielleicht bekommen wir das hin und wir sehen ihn in 2, 3 Monaten in Deutschland. Genau. Das war's heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald.